Die Fans der Florida Panthers feiern schon vor ihrer Arena. Hinter mir sind es noch die Spieler der Edmonton Oilers, die mit den mitgereisten Freunden und Familien sich den Trost abholen. Denn viel vorwerfen können sich die Edmonton Oilers in Spiel 1 dieser Serie nicht. Die Florida Panthers waren einfach die effektivere Mannschaft, die gleich ihren ersten Torschuss genutzt haben. Es war Carter Verhaeghe, der zum 1:0 trifft nach klasse Zuspiel von Alexander Barkov. Die Edmonton Oilers waren offensiv stark, haben gedrückt über das komplette Spiel. Chance über Chance, Druckwelle über Druckwelle. Doch es gab immer wieder eine Endstation und die hieß Sergei Bobrovsky. Der russische Torwart zeigte Save um Save um Save. Und wenn er mal geschlagen war, dann war entweder ein Block zur Stelle oder am Ende auch noch ein eigener Spieler der Edmonton Oilers. Im zweiten Drittel guter Start von den Panthers, die Führung ausgebaut haben. Evan Rodriguez nach klasse Zuspiel von Sam Bennett auf 2:0. Im Schlussdrittel war es dann Eetu Luostarinen, der mit einem Empty-Net-Tor das 3:0 perfekt gemacht hat. Der Held des Abends, ganz klar, Sergei Bobrovsky. Er wurde zum Playoff-Monster und stiehlt Spiel Nummer 1 für die Florida Panthers.